Und da die getöteten Ziegen eventuell auch dazu zählen, lassen wir vielleicht auch mal ein paar Ziegen frei. Hier so. Mal gucken. Ziegenspender. Heißt der so? Futterstation, Leben, Beutefutterstation. Okay. Die hauen wir mal dahin. Gucken wir mal. Und Spinoraptor. Alles klar, den können wir schon mal freilassen. Ja, die Lebenserwartung von circa ziemlich genau 0. Nur gucken wir mal, wenn er jetzt hier eine Ziege fängt. Ah, da ist schon eine. Gucken wir mal, ob er sie fängt. Guck mal. Lebenbeute geht auch viel mehr ab. Oh, shit. Da ist jemand sick. Spino. Ah, ja, ist gleich fertig. Gut. Spino Raptor. Beilasche. Okay, cool. Wir gehen beide Tore auf und dann kommt so ein kleines Vieh da raus, ne? So, mal gucken, ob er den instant platt macht. Müsste er eigentlich. Okay. Und dann schauen wir mal, ob das die Wertung nach oben treibt. Warum ist die Geborgenheit hier so? Ah, das Antisocial. Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten. Spino. Können wir uns gerade leisten. Damit er sich wohlfühlt, ja. Und er hat ihn gefressen, ne? So. Wo war denn das jetzt mit Kampf? Verrufenheit plus 4. Okay, also er muss einfach nur jagen. Das ist schön. Jetzt halt hier bei dem da die Frage, wo ist er? Wo zum Henker? Ah, da. Okay. Aber irgendwer ist noch krank, oder? Shit. Oder nicht? Nee? Einer ist tot. Achso, das ist der, natürlich. Okay, den können wir wegtransportieren. Und dann züchten wir da noch ein paar rein. Und ansonsten passt das. Jetzt weiß ich halt nicht, ob der irgendwann mal jagt. Damit wir sehen, wow, was die Kampfverrufenheit bringt. Wo ist der jetzt hin? Oh mein Gott, wo ist er hin? Ah, da. Ja, der ist nicht mehr lange einsam. So, wie viel Kampfverrufenheit hat uns das gebracht? 4. Okay, das könnte eine Weile dauern, wa? Okay. Dann züchten wir noch so einen. Oh Mann, das könnte eine Weile dauern. Ich denke, je größer der Dino ist, umso mehr Kampfverrufenheit gibt es wohl, ja. Aber wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass die Geborgenheit nach oben geht. Wo ist die Ziege? Ja. Das war klar. Freilasche. Und ja, würden wir gleich noch einen freilassen. Möglicherweise. Komm, drop mehr Ziegen jetzt. Ich drop mal noch ein paar Ziegen. Hm? 10 Ziegen sind da drin. Cool. Ja, schauen, dass er auch mal was jagt. Aber noch hat er es nicht getan. Ne? Ja. Schade. So, hat das jetzt eigentlich unsere 5-Sterne-Wertung hier rausgehauen? Noch nicht so ganz. Well, well, well. Wir brauchen mehr Dinos. Ja, komm, jag halt. Komm, fang dir doch mal eine Ziege. Was ist los mit dir? Okay, vielleicht kriegen wir noch was Kleineres daraus. Ein Stygi? Nee, Triceratops wird schon grenzwertig, hä? Einen anderen Velociraptor? Hm, der Ololol-Titan. Na, an den Großen werden sie auch nicht rangehen. Gallimimus. Huh. Gallimimus. Muss. Okay, Spino, Freilasche. So, das müsste jetzt besser werden bei dem. Hat er gekillt? Schon wieder. Instant, ey. Gut. Großartig.
Ein Spinoraptor. Noch ein aggressiver Fleischfresser mitten in einer Welt aus potenziellen, mit Cargo-Shorts und Souvenir-T-Shirts bekleideten Mahlzeiten. Yeah, okay, whatever. Wie viel Kampfrufwertung, Verruchwertung hat er denn jetzt? 9. Ah, great. Okay, freilasse. Moment mal, jetzt müssen wir lauter kleine Dinos hier freilassen, ne? Gut, wir können auch noch was Größeres züchten eigentlich. Aber irgendwas, was ich vielleicht nicht zu sehr wehren kann. Die sind alle ein bisschen gefährlich. Giganto, Spino, Biongo, Nasoceratops, das könnte gefährlich werden, ja. Stegoceratops sowieso, Sauropelta, Stegosaurus. Ah, die sind alle so ein bisschen gefährlich, ne? Nur so ein bisschen. Nehmen wir doch mal den hier, 200.000. Oh, gucken wir mal. Also euch geht's hoffentlich jetzt beiden gut, ja. Geborgenheit 100%. Okay. Gut. Und der hat jetzt vielleicht auch mal eine Ziege gefangen, oder? Nein. Obwohl es gegen eine Ziege natürlich auch nicht wirklich ein Kampf ist, ja. Das muss man mal ganz klar sehen. Ich denke, ich werde jetzt nach und nach hier rein transportieren. Hin und her. Um dann eben immer wieder irgendwelche Dinos daraus zu züchten. Ausbrühen. Und dann in der Hoffnung, dass die Kampfwertung nach oben geht. Das geht ja mal richtig schnell, das Ausbrüten gerade. Na komm. Und dann mehr davon. Warte mal. Toter Dino. Okay, cool. Da hat wieder jemand einen gekillt. Transport. Ja, okay, gut. Ah, direkte nächste. Das Alpha-Tier tötet einfach alles, ne? Ja. Okay, nächste. Nochmal ein. Ausbrüten. Ist er jetzt schon instant tot, oder? Nee, das kann nicht sein. Gut, hier könnten wir auch noch ein bisschen was wegen der Vielfalt raushauen. Die Kleinen hier auf jeden. Ja, Strutinominus. Ist er? What? Ja, ausbrüten. Okay. Gut, nächste. Freilasche. Und Freilasche. Okay. Ist schon wieder einer tot. Unterwegs, um Produkt abzuholen. So, wie sieht's aus? 19, wow, das kann ja sich nur um Jahre handeln. Bis hier mal was passiert. Okay, freilassen. Hier müssen wir drauf achten. Mir ein Centaurus, ein Pflanzenfresser aus China. Ehrlich, danke. Okay, Sozialbestand. Passt. Ja, einer noch. Dann haben wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen mehr noch. Und dann jagt ihr jetzt hoffentlich mal. Bisschen mehr, oder? Okay, den greifen sie nicht an. Guckst du ja an. Na ja, gut, das wird schon werden. So, Dinosaurierwertung. Wie ist es? Ja, bisschen noch. Okay. Dann könnten wir natürlich noch ein paar Gallimimus ausbrüten. Um natürlich viel mehr da zu machen. Oh doch, sie haben doch angegriffen. Okay, cool. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Für die Wertung. Ich hoffe, dass das der Alpha war. Jo, 36. Okay. Gallimimus, bitte. Weil so haben wir wenigstens die Chance, eine 5-Sterne-Wertung zu bekommen. Hm? Ist gleich fertig. Gut. Komm schon. Aber das könnte natürlich sein, dass sich das jetzt tatsächlich ein bisschen zieht, bis wir so viele Dinos gezüchtet haben, die die platt machen können, ne? Da ist er. Gallimimus. Die brauchen aber sehr viel Bestand, glaube ich.
Nee, doch nicht. Okay, gut. Solange sich keiner unwohl fühlt, ist es eigentlich gut so, ne? Wahrscheinlich sich alle... Ah, obwohl... Ja, der hat zu viel. Der ist zu viel drin, okay. Wir können aber nach hinten noch ein bisschen ausbauen. Das ist also nicht das Problem. Das machen wir dann instant. Ist die Frage, wie weit? Ziemlich weit noch. Guck mal. Ja, nicht so weit, aber so in etwa. So, dass wir hier auf jeden Fall die ganzen... Fresser durchbekommen. Abreise. So, jetzt habt ihr aber jetzt, oder? Guck mal. Da ist immer noch ein bisschen zu viel Bestand. Wir brauchen ein weiteres Kraftwerk. Okay. Das ist natürlich uncool. Aber muss halt, ne? Muss. Da können wir hier hinten auf jeden Fall noch ein Kraftwerk raushauen. So. Dann reißen wir das ab. Und bauen noch ein großes Kraftwerk. Gross. Dahin. Ja, so, dass man vielleicht noch dran vorbeikommt. Können wir nämlich noch was dazu bauen. Okay, cool. Dann. Oh, ich will eigentlich nicht durchs Gehege, aber uns bleibt uns wohl nichts anderes übrig. War das jetzt verbunden? Ja. Okay, gut. Dann brauchen wir noch die Weganbindung. Was sonst? Na, echt jetzt? Dann so. Dann haben wir auch wieder genug Strom. Genau, Transport. Weg mit dir. Was sagt unser Alpha-Tier? 40. Oh Mann. Was dauert lang? 89% des Stügi. Das ist auch ein bisschen zu viel Bestand, wie es aussieht. Obwohl die sich hier theoretisch ja aus dem Weg gehen können, ne? Das da. Ja, dahin. Wie ist das verbaut? Bullshit. Okay. So, können wir noch ein paar T-Shirt dahin loggen. Besucher meine ich damit natürlich. Und der Rest so. Das gefällt mir nicht wirklich. Aber anders kriegen wir hier keine 5-Sterne-Wertung. Ja, die kriegen wir aktuell sowieso nicht. Ha. Egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Dann haben wir hier noch ein paar kleine Dinos raus. Gallimimus. Ja, wir könnten eigentlich noch mal was Größeres bauen. Mutaburasaurus. 600.000. Jo, komm. Raus damit. Und warum verteilt ihr euch denn nicht auch mal ein bisschen? Okay. Zu viel Zeug hier, hä? Sieht fast so aus. Na gut, wir könnten natürlich erzwingen, dass sie woanders noch essen gehen. Indem wir noch ein paar Futterautomaten raushauen. Da. Ja. Joink. Da. Und nochmal für die Crowsen. Da. Und da. So, dann teilt sich hoffentlich ein bisschen auf. Und dann sollte der Bestand auch wieder im grünen Bereich sein. Später. Hoffentlich. Und da müssen wir gucken, dass wir diesen Auftrag tatsächlich bis zu Ende ausführen können. Jetzt mal. Das kann doch nicht sein, dass da zu viel Bestand drin ist. Seid mal nicht so empfindlich.